Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundskap. Was ist denn hier los? Sagt mal. Ach, die haben hier die Pillemann-Villa für sich wieder entdeckt, was? Oh, Leute. Ja, was? Also, Freunde, was geht denn hier ab? Ja, ihr könnt das kaufen. Ja, ihr könnt dieses Zimmer kaufen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt alle auf einmal wieder hier sind. Auf jeden Fall sind sie alle hier. Alle hier in diesem Mietshaus. Auf einmal. Keine Ahnung. Irgendwie haben sich jetzt wohl doch aus der Stadtmitte wieder so ein bisschen entfernt und sind jetzt hierher gekommen. Hier hinten werden auch noch Wohnungen frei. Ihr müsst nicht alle dieselbe Wohnung nehmen, Freunde. Immer mit der Ruhe, ja. Ein Dach kommt auch noch drauf. Dachterra... Also, die machen mich gerade völlig irre. Ich glaube, wir müssen mal hier raus. Also, die Pillemann-Mietskaserne erfreut sich gerade Regen... Was machen die denn da? Regenzulauf und die Vermehrung... Vermehrungswillig sind die Herren und Damen hier anscheinend auch. Naja, gut. Wir sind wieder in Hundskrab, natürlich immer noch an gleicher Stelle. Nur an einem anderen Aufnahmetermin natürlich. War ein paar Tage jetzt, wo ich nicht aufnehmen konnte, nach der großen Kartoffelreise, die jetzt aber vorbei ist. Und an den Wolken da oben könnt ihr schon sehen. Ich habe das Texturenpack jetzt erstmal ein bisschen ergänzt. Ich hatte ja angekündigt, vielleicht das von dem Wusimu zu nehmen. Allerdings hat er mir da auch schon gesagt, na, muss man vielleicht mal aufpassen, ist ja so ein Mixpack und naja, guckt man erstmal. Er fühlte sich natürlich total geehrt und ich werde dieses Texturenpack auch nochmal vorstellen, denn es ist echt grandios, das Texturenpack, wo ich jetzt überhaupt hin, zum Netertempel, von dem Wusimu, das müsst ihr echt gesehen haben. Und als allererstes habe ich hier mal die Fenster übernommen. Da sagt er jetzt wahrscheinlich, naja gut, so der Oberhammer sind die Fenster ja nicht, aber... Freunde, das ist noch lange nicht alles. Ich nehme mir mal ein bisschen hier gelbe Blumen. Ja, komm, ein paar lassen wir da. da oben haben wir noch 64. Ich nehme mir mal gelbe Blumen. Und ich nehme mir mal, was war die andere Farbe? Blau, glaube ich, ne? Blaue Blumen. Da lasse ich natürlich auch ein paar von da. Da haben wir allerdings auch noch welche angepflanzt hinten in Hundsgrab. Wisst ihr, beim Sumpf, bei der Freilichttheaterbühne. So, und dann gehen wir mal zur Färberei. Wir machen gleich weiter mit dem Pferdetransport, keine Angst. Aber erstmal muss ich ganz kurz zur Färberei, um euch etwas zu zeigen. Es gibt nämlich aus dem Texturenpack vom Wusimu neue Fenster. Da seht ihr schon ein paar davon. Kann ich euch mal auch mal näher zeigen. Schaut mal, so sehen die aus. Das sind die Blöcke. Und die Scheiben sehen auch nicht viel schlechter, also eher noch fast sogar noch besser aus. Hier sind die Blöcke auch verbaut jetzt und ich finde, die sehen so gut aus. Und wenn man die übereinander stellt, seht ihr jetzt hier, dann connecten die. Und das hat der Wusimu super hingekriegt. Und ich habe das jetzt für unser Texturenpack auch übernommen, habe das aus seinem Texturenpack sozusagen rausstiebitzt. Und da ich ihn aber nicht gleich das ganze Pack wegnehmen will, machen wir das hier Schritt für Schritt und gleichen das so an, dass es zu unserem Texturenpack passt. So ist der Plan. Guter Plan, schlechter Plan, nächster Plan. Blau. Und gelb. Jetzt holt er sich Blumen aus der neuen Welt und was macht er raus? Glas. Also buntes Glas. Gut, da hätte ich jetzt nicht unbedingt die Herren brauchen. Heute ist Arsch am Mittwoch. Also Arsch am Mittwoch. Sagt man ja auch gerne mal. Und ja, es ist vorbei. Karneval ist vorbei. Ich glaube, wir haben ja überhaupt kein Glas mehr hier, ne? Wir brauchen echt mal eine Glaserei. Ein Glaser. Wo haben wir noch Glas? Vielleicht oben tatsächlich beim Feuerwehrturm. Also Turm der Feuerwächter. Wo ja schon einige Feuerwächter jetzt ihren Dienst da oben halten. Oh, ich dachte gerade eben, ist das Signallicht an? Das wäre ja fatal. Ah, hier haben wir Glas. Okay, 64 Glas. Die färben wir jetzt mal... Grün. Ich brauchte eigentlich Grün. Grün und Blau. Ups, Entschuldigung. Hier komme ich nicht rüber. Ja, wir haben das erste Pferd namens Socke von der Pferdewiese nach Hundskrab gebracht. In einer tollkühnen Aktion. Ah, hier Kaktusgrün haben wir es doch. In einer tollkühnen Aktion. Habe ich das Glas jetzt mitgenommen? Yeah. Okay. Und da würde ich nämlich sagen, wir machen mal ein wenig. Hier, wir machen mal so.
Das machen wir jetzt mal grün, oder? Grün? Ne, grün müssen wir den kleineren Stack machen, der beiden. Wir machen erstmal 16 grüne. Komm, 16 grüne. Wie war das? So. Kann man das gar nicht so, oder muss ich das einmal ganz rum? La 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 la. Nee. Komm mal her. Komm mal her. Glas. So, jetzt nehmen wir hier mal einen halben Stack. Aber irgendwie so war das doch, ne? Irgendwie so konnte man das doch grün. Ah, ja, logisch. So viel Grüne brauchen wir längst nicht. So, zack, 32 Grüne. Das kommt hier wieder drauf. Und dann machen wir noch Blaue. Blaue. Zack. Und 32 Blaue. Haben wir das ungefähr geteilt. Gut, dann können wir die Farben hier gleich einsortieren. Das ist doch ganz praktisch. Das Blau haben wir noch gar nicht. Ist klar. Dann packen wir es einfach hier rein. Lalalala. Quatsch. Wieder raus. Da oben rein, ne? In die Kiste. So, hier die Blauen rein. Die Gelben kommen auch wieder an Ort und Stelle. Und dann müssen wir hier echt mal eine Glasbrennerei machen. Und dann will ich euch mal zeigen, was wir damit nämlich verschönern können. Das heißt, wir müssen erst noch hieraus jetzt Scheiben machen. So. Zack. Oh, da haben wir jetzt ordentlich viele. Hieraus auch Scheiben machen. Wunderbar. Zack und zack. Und jetzt können wir mal zur Kathedrale rennen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Zur Kathedrale. Ich wollte eigentlich erst mit dem Ritt durch den Nether anfangen, aber damit haben wir ja letztens erst aufgehört. Ach, hier freut sie sich. Ja, es gibt neue Scheiben. Auch für den Spawn-Tempel. Ja, der kriegt dann rote oder so. Und ich finde diese Scheiben einfach so cool, was der Wusimo da gemacht hat. Ich laufe mal. Lalala. Ist richtig was los in uns Grab. Dafür haben sich jetzt hier hinten wieder ein bisschen verzogen. Also die Bürger machen echt, was sie wollen. Und wir haben ja hier oben unsere schmucklosen Scheiben. Und ihr hattet damals schon geschrieben, wo es die neuen Scheiben gab. Du musst unbedingt bunte unbedingt bunte Fenster machen. Na, wo bist du? Ach da, hallo. Und komm her. Und hopp. Ja, verloren hat er nichts, außer ein paar Erfahrungspunkte. Na ja, gut. Dann können wir es doch gleich von innen machen. Oder, ach, wir gehen raus. So schönes Wetter. Ist bei euch auch das Wetter jetzt so cool? So schön und sonnig und alles? Es wird langsam Frühling, meine Freunde. Aber ich glaube, diese Scheiben waren falsch. Okay, passt auf. Ich glaube, dann brauchen wir ein anderes Blau. Ja, ich glaube, wir brauchen ein anderes Blau. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich mache jetzt hier erstmal grün. Seht ihr, dann hat man hier schon mal grün. Und das Blau ist, glaube ich, falsch. Raus müssen die sowieso. Ich weiß, wir könnten die auch mit Behutsamkeit abbauen, aber dann könnten wir sie nicht mehr färben. Ja, das sind die normalen Scheiben nämlich. Und ich brauche ein anderes Blau. Und ich glaube, für das andere Blau brauchen wir tatsächlich Lapis Lazuli. Verdammt. Verdammt. So viel Lapis haben wir gar nicht. Das heißt doch, wir haben noch, doch hier immer noch ein bisschen Lapis. Gut, dann packe ich das Blau jetzt erstmal weg. Die Scheiben. Haben wir hier noch Glasscheiben. Wir haben noch 32 Sand. Sandstein. Sieht schlecht aus. Ich bin in die Kisten schon so ewig nicht mehr reingeguckt. Ist auch alles total unordentlich. Hier ist auch noch eine ganz kleine Kiste versteckt. Nee, da müssen wir tatsächlich Scheiben brennen. Oh, Schweinesteak. Oh wei. Das darf der Zorn da nicht sehen. Das gibt Ärger. Es gibt richtig Ärger. Oh wei, oh wei. Und dann packen wir hier mal die Sand rein. Die Sand in meine Hand. Da ist er. Zack, hinein. Und brennen das Ganze mit. Haben wir Kohle hier? Dynamit. Nein. Keine Angst. Holz. Haben wir echt keine Kohle da mehr? Irgendwo hier so? In der Kiste vielleicht noch Kohle? Ja, ist alles ein bisschen unordentlich. Ich weiß, aber ist ja nicht so schlimm. Außerdem haben wir auch Zeit. Komm her, wir nehmen mal hier Holz. Nehmen wir Holz. Wie viel brauchen wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sollte reichen. Das dauert jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall soll das Ganze dann so werden, dass halt... Oh, jetzt machen wir die wieder kaputt. Mist. Hier unten... Oh, und gleich muss ich mal den Sonnenuntergang vom Wusimo zeigen. Dass hier unten grün ist und da oben blau drüber. Oh, guckt euch das an, Freunde. Ist das cool? Ist das cool? Ja, der Zordan hat ja schon gefragt, kriegen wir das jetzt alle? Kommt das auf den Server als Serverpack?
Wenn es euch gefällt, also, ne, so sieht ein Sonnenuntergang aus. Diese Wolken, die mag ich ja so gerne, die habe ich auch noch mit reingenommen, sonst hat man halt nur den Hintergrund. Und es gibt noch ein paar Überraschungen, aber dazu müssten wir erstmal in der Nacht unterwegs sein. Das möchte ich jetzt aber hier in Hundsgrab nicht unbedingt. Deshalb gehen wir jetzt erstmal schlafen. Boah, da ist aber auch übelst dunkel. Ganz schön dunkel. Naja, gute Nacht hier zwischen den Kirchenbänken. Wie eine arme Kirchenmaus. Ja, und vielleicht können wir dann die Kathedrale... Achso, neuer Tag. Guten Tag. Die Kathedrale ein bisschen weiter auffrischen. Das reicht uns noch nicht. 6 reicht noch nicht. Ja, passt auf. Ich würde mal sagen, wir lassen mal den ganzen Kram, den wir jetzt nicht brauchen, hier. Was hier so Glas ist und so. Und hier die Farbstoff und Lapis. Wir holen noch Lapis aus dem Nether. Das lassen wir... Den Rest lassen wir mal alles hier. Das olle Steg lassen wir auch hier. Und die Glasdinger auch. Und die Steine brauchen wir im Nether jetzt auch erstmal nicht. Den Sattel werden wir auf jeden Fall brauchen für das Pferd. Wo ist denn der andere? Und den Bogen sollten wir auch mitnehmen in Nether. Ja, was können wir noch hier lassen? Wir müssen ja so ein paar Sachen hier lassen. Eine Axt brauchen wir, da wir ja da so ein bisschen was erweitern wollen. Das Holz brauchen wir nicht. Das Holz brauchen wir auch nicht. Ein Feuerzeug immer mit in Nether nehmen, ganz, ganz wichtig. Ein Eimer eher weniger wichtig, aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug Inventarplätze frei, um da ein bisschen was mitzunehmen. Ja, eine Pferderüstung reicht, aber naja, die andere müssen wir mitnehmen, weil wir die ja zurückbringen müssen zum Eichinger Hof. Oh Gott. Gut, das soll erstmal reichen. Also, ne, die Fenster werden unten grün und oben blau, aber Lapis Lazuli blau. Und da haben wir den Lapis Lazuli, haben wir ja mitgenommen. Jetzt rennen wir aber schnell... Hallo? Wo kam das her? Ich höre doch einen Zombie. Hört er den auch? Sind die unten im Keller? Habe ich einen Zombie im Keller? Im Gefängnis vielleicht? Oh. Das könnte sein. Au. Schauen wir mal im Knast. Ja. Im Knast dürften eventuell ein paar Zombies sein. Wir gucken mal nach. Hallo? Hier müssen wir uns noch mal einen Lichtschalter hinbauen. Ja, da unten, ne? So, zack. Oh! Runter mit dir und du auch. Ach, ein Creeper sehe ich da auch. Und jetzt schießen sie schon mit Pfeilen. Na, sowas. Ja, ihr seid eingesperrt. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Ich hau ihn lieber ab. So, zack, Tür zu. Ha, dummes Skelett, dummes Skelett. Ja, du. Ist gemeint. Und du dummer Zombie. Ihr seid eingesperrt auf immer und ewig. Und auch der Creeper, weil ihr nämlich böse Gestalten seid. Okay, also alles im grünen Bereich. Nur ein paar Gefangene im Keller. Wahrscheinlich ein Skelett, was auf die Oma geschossen hat, ne? Oh, daran muss ich mich aber erst noch gewöhnen. Ja, die sind da jetzt eingekerkert. Nicht wahr? Hacke bei. Alles klar bei dir? Oh, das ist gut. Das ist ein guter Preis. Und hier, rote Lola. 20 Wolle, 1 Smaragd. Ja, mache ich gerne. Wenn ich mal wieder im Boxsprung vorbeikomme. Also hier, lieber Dune Deinisch. Auch 20 Wolle, 1 Smaragd. Okay. Lieber Dune, wenn du mal wieder nach Hundsgrab kommst, hier kannst du richtig mit deiner Wolle richtig Kohle machen. Also richtig Smaragde. Da würde sich ein emeraldischer Herrscher sehr freuen. Ja, die Herrscher in Emeraldien, ihr wisst ja, das geht alles über den Smaragdhandel. So, ab in den Nether, Peter. Ja. Und habt ihr das ganz kurz gesehen? Der Hintergrund von, ja. Oh. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Die Scheiben sind jetzt aus Eisen beschlagen. Also aus Eisen beschlagen. Man kann kaum noch durchschauen, nur noch so ein bisschen. Aber das sieht schon spektakulär gut aus, möchte ich meinen. Okay. Das hier, das können wir so nicht lassen. Da müssen wir jetzt was machen. Die Platte nehmen wir erstmal weg. So. Zack. Weg. Kaputtgeschlagen auch direkt. Also gar nicht drauf eingelassen. Wir rennen hier einfach zur Kante lang. Haha, es geht bis hier ganz gut. Hier wird's. Oh, Mist. Übermut tut selten gut, auch dem Opa. Mit seinem Gummihut. Schnell rennen, 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 damit das Feuer ausgeht. Nein, nein, nein. Aua, aua, aua. Haben wir Feuerresistenz? Aua, 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 aus. Hui. Ah, schaut mal.
Na, ja. Sieht ganz schick aus, aber ich möchte mal wissen, wer es gebaut hat. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt diese Falle entschärft. Ja. Die Falle haben wir entschärft. Und hier haben wir noch so ein paar Kartoffeln, die wir noch essen. Das sind noch die Reste von der Kartoffelreise, die noch über sind. Und den Netherquarz, den müssen wir noch mitnehmen. Ah, ich glaube, ich habe jetzt den Netherstein. Das ist aber ziemlich dämlich. Ja gut, dann nehme ich hier einfach ein bisschen was raus. Merkt ja keiner, ne? Wenn wir hier ein bisschen was rausnehmen und hinterher wieder einsetzen, kriegt das keiner mit. So. Da ist noch einer. Mist, ups. Da war doch noch Netherquarz. Und mit etwas Glück, was wir ja auf unserer Spitzhacke eh drauf haben, kommt da auch ein bisschen mehr raus. Wir werden davon noch etwas für die Halle des Wissens brauchen. Und deshalb können wir das jetzt hier nicht lassen, sondern müssen das alles mitnehmen. Ich mache das immer mal so nach und nach. Jetzt zum Beispiel. Bim, bim, bim. Herein. Palüm, palüm. Kennt ihr das? Deshalb nehmen wir jetzt hier den Netherquarz zumindest aus dem Gang gleich mal mit. Ich hatte den ja extra hier gelassen, damit ihr nicht denkt, und wenn hier so Hohlräume sind und darin Monster entstehen, sehr gut. Die sind dann nicht im Tunnel und versperren uns nicht den Weg. So. Ah, jetzt können wir es hier wieder zubauen. Merkt kein Mensch, dass da was ist. So, zack. Und wenn ihr Netherquarz seht, dann ruft ganz laut. Opa, Netherquarz! Du nicht? Du sollst nicht rufen. Aber die rufen halt immer, ne? Diese Garsts rufen immer. Ja, wie schon gesagt, vielleicht übernehme ich da noch mehr Sachen aus dem Texturenpack vom lieben guten Wusimu, den ich hier jetzt nochmal meinen ganz deutlichen Respekt zollen möchte für die Leistung. Vor allen Dingen, was die Connecting Texturen, also die sich verbindenden Texturen angeht. Da hat er wirklich ganz grandiose Leistungen vollbracht. Und das werde ich euch nochmal zeigen. Ich werde euch das Texturenpack irgendwann mal vorstellen. Dann aber ganz unverbindlich, also nicht als eine offizielle Texturenpack-Vorstellung. Ah, ich weiß wie. Der Wusimo und der Yoshi und der Joe Slow, alles gute alte Bekannte von uns, die haben einen gemeinsamen Server. Und die haben mich eingeladen auf diesen Server. Und ich hatte sie gefragt, ob ich dann da vielleicht so eine Weltenbastler-Ding von machen kann. Und die haben gesagt, klar. Und da würde ich ganz gern echt so eine Weltenbastler-Folge von machen und euch dann mal ihren Server bei den Weltenbastlern vorstellen. Okay? Hier ist irgendwo so ein Jaulepeter. Ich glaube, den sollten wir besser erledigen, wenn wir hier gleich mit dem Pferd durchrauschen. Dann könnte das zu Problemen kommen. Wenn der da noch da ist. Ist er hier irgendwo? Ich guck mal hier durchs Fenster. Nö. Also der Gang ist schon relativ sicher. Hier kann man nicht einfach so rein und raus. Also hier kann man auch als Gast nicht einfach mal so von oben auf die Pferde ballern, die hier durchrauschen. Ist schon relativ sicher, aber es gibt ein paar Stellen, die sind offen. Und da kann es natürlich sein, dass da so ein Gast auf einen wartet. Und jetzt seht ihr erstmal, wie lang dieser Gang überhaupt ist und wie lang man hier unterwegs ist. Und wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, wie weit man da an der oberirdisch lang laufen müsste, das wäre noch viel weiter. Das ist schon krass, ne? Also das ist schon echt viel. Und ihr könnt euch ja mal die Zeit so ein bisschen merken, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen damit verdödelt, dass ich hier, dass ich hier an den Seiten noch was abgebaut habe. Wie zum Beispiel jetzt, genau hier. Aber, es ist schon extrem viel länger. Auch wenn ich jetzt in 1 durchlaufen würde, werdet ihr bestimmt noch sehen. Das werde ich auch nochmal machen, dass ich hier in 1 mal durchrausche. So, zack. Jetzt haben wir hier wieder 5. 5. Ist auch so eine ganz tolle Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay, ah, ist schon wieder Quarz. Verdammt, das müssen wir mitnehmen. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich da so eine Community-Aktion vermache von dem Ganzen. Weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Denn momentan ist es zeitmäßig bei mir ein bisschen schlecht. Und wenn, dann will sowas immer gut geplant sein. Auf jeden Fall wird aber die Oma Luise dabei sein. Der hatte ich schon Bescheid gesagt. Und auch eventuell als kleines Dankeschön der Wusimu und der Joe Slow und der, Yoshi, genau, der Yoshi. Denn die drei haben uns sozusagen hier neue Texturen beschert und das muss auch geehrt werden. Da oben fehlt ein Stein. Okay, ich habe jetzt hier in dem Gang hier nicht ganz so viel Rücksicht drauf genommen, wie das hier aussieht und so. Muss ich ja zugeben.
Oh, zack, zack, zack. Alles ein bisschen wild, aber es passt ja auch zum Nether. So, und hier ist auch noch... Okay. Ja, wir müssen hier draußen ja auch noch einen Zaun rumbauen. Deshalb sollten wir das hier auch alles ein bisschen erweitern. Noch. Ja, pass mal auf, das erweitern wir jetzt gleich nochmal ein bisschen. Oh, hier ist gefährlich nämlich. Seht ihr? Hier ist nämlich schon die erste Gefahrenstelle sozusagen. Ups. Und die zweite. Hier geht's überall runter, oh Gott. Ja, das müssen wir aufpassen. Da müssen wir Zäune hinbauen, dass wir da nicht mit den Pferden reinrauschen. Also da ist noch einiges zu tun, bevor wir hier unsere Aktion starten. Das könnt ihr mal wissen. So, und dann können wir jetzt hier auch den Netherquarz abbauen. Denn der ist wertvoll, das wisst ihr. Irgendwann ist er, gibt's keinen Netherquarz mehr hier in der näheren Umgebung. Und dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Es wird ja auch bald neue Steinsorten geben. Und da habe ich mir erst gedacht, ach du Schande, neue Steinsorten ist ja eigentlich total genial. Aber wenn du die dann wieder benutzen willst, dann musst du wieder Kilometer um Kilometer reisen. Aber Blödsinn, stimmt natürlich nicht.